Dirty Ursel grüßt meine Freunde des gepflegten Ego-Shooters Schießboards und präsentiert euch heute, nein, nicht ein Gameplay von mir, sondern ein Gameplay einer meiner Abonnenten, einer derjenigen vielen, die sich bei dem Projekt Be Dirty, Be Objective bei mir beworben haben. Leute, genauso stelle ich mir ein Herrschaftsspiel vor, so sollte man Objective spielen. Er hat es auf jeden Fall unheimlich gut verstanden, was ich hier meine, was ich hier vermitteln möchte, euch vermitteln möchte. Und seht es euch selber an, wie er hier spielt. Er hat es wirklich sehr, sehr gut gelöst. Und nehmt euch ein Beispiel an ihm. Und ich versuche auch, oder versucht genauso, dies umzusetzen. TW Killer hat hier ein Herrschaftsspiel auf Summit gespielt, hat es mir geschickt, ich habe es mir angesehen. Ich war unheimlich erstaunt, ich war überrascht, ich fand es richtig super. Er benutzt hier als seine Perks, benutzt er auf der 1 Flak Jacket Pro, dann auf der 2 Steady Aim Pro oder auch, wie gesagt, ruhige Hand und auf der 3 Marathon Pro. Warum nimmt er es? Flak Jacket Pro, denke ich, um hier den Explosivschaden der Granaten einfach aus dem Weg zu gehen, um die Flaggen besser einnehmen zu können, finde ich hier sehr gut gelöst, da er sich sehr viel an den Flaggen auffällt, sie einnimmt und auch wieder verteidigt. Ruhige Hand Pro nimmt er hier. Ich habe es auch selber mal ausprobiert mit der Ork. Das heißt, auf längere Distanz ist die Ork in der ruhigen Hand, also aus der Hüfte, sehr, sehr schwach. Das heißt, er gleicht diese Schwäche dieser Waffe aus, indem er ruhige Hand nimmt. So hat er in den ganzen 1-zu-1-Situationen, denen er hier begegnet, eine höhere Chance und somit auch einen größeren Vorteil, diesen Kill mitzunehmen. Marathon Pro nimmt er sehr wahrscheinlich, denke ich auch, so hat er sich das gedacht, um zwischen den Flaggen schnell hin und her zu kommen, um schnell von A nach B zu gelangen. Dies ist mir wirklich sehr, sehr gut gelungen. Seine Abschussserien sind heute, oder beziehungsweise als Eröffnung, nicht die deutsche Knackwurst, nein, nicht die spanische Rochade, auch nicht, sondern heute die katalanische Rochade. Warum die katalanische Rochade? Ganz einfach. Er nimmt hier völlig selbstlos und teambasiert, um seinen Mitspielern zu helfen, auf der 3 das Spionageflugzeug, auf der 4 die Konterdrohne und auf der 11 die Wauzis oder beziehungsweise Attack Dogs. Das hier ist was ganz Neues, noch habe ich so in der Form auch noch gar nicht gesehen. Er wirft quasi seine Knochen aus, um seine Hunde zu locken, um die Hunde zu holen, mal sehen, ob er sie heute erreicht. Und mit der katalanischen Eröffnung zeigt er auch dem Gegner, Freunde, so nicht. Teletubby Killer habe ich gefragt, hör mal, willst du das mit mir zusammen machen? Er sagte, nö, mach mal ruhig alleine. Ich sagte, es ist in Ordnung. Er hat mir jetzt auch nichts großartig weiter über das Gameplay erzählt. Oder ich habe ihn auch, beziehungsweise bin ich dazu gekommen, ihn großartig zu fragen. Dennoch denke ich, dass er sich hier sehr freuen wird, dass ich dies hier hochlade, das Gameplay auserwählt habe und dass er der Erste ist, euch zu zeigen, wie ich mir das hier alles so vorgestellt habe. Er zeigt hier viel Spielübersicht. Man erachtet hier sehr viel auf die Karte, was man sieht. Er hat mit Sicherheit auch ein Headset auf, wo er auch die Gegner ermitteln kann, von wo er auch weiß, wo die Spieler herkommen. Das sieht man hier ganz klar. Er ist darauf bedacht, die Flaggen zu verteidigen, sofort wieder einzunehmen, wenn sie verloren gegangen ist. Und vor allem, was er auch macht, und das finde ich auch, das sieht man, er achtet auf den Typen, der die ganzen Informationen raushaut. Ich nenne ihn ab heute den Informations-Heini. Mir ist kein passender Name dazu eingefallen. Also wenn ich zukünftig sage, der Informations-Heini, meine ich denjenigen damit, der uns immer schön ansagt, wir verlieren B oder feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Ab heute ist er der Informations-Heini. Und man merkt, dass Teletubby Killer einfach auf die Informationen achtet, die er raushaut. Das seht ihr sofort, weil wenn ich zum Beispiel verlangt oder gehört wird, wir verlieren B, macht er sich sofort auf die Socken. Und das finde ich ist ein ganz großer Objective, vor allem der Dirty Objective Gedanke wird hier gezeigt und das finde ich super. Nehmt euch ein Beispiel an ihm und jetzt schöne Überleitung zu dem anderen Thema, nämlich wie bewerte ich die Gameplays und nach welchen Prinzipien gehe ich da? Und zwar als allererstes finde ich, muss das Gesamtbild stimmen, ja? Also das Gameplay muss stimmig sein, ich muss ganz klar erkennen können, ob ihr Objective und Dirty genug seid, ob ihr diesem Gedanken auch nachgeht. Diesen Gedanken seht ihr in diesem Gameplay ganz klar. Er hat es verstanden, wie man es machen soll. Ich gehe hin, ich habe mir jetzt, denke ich mal, über 50 Gameplays bereits angeschaut und werde diese bewerten. Das heißt, was ich sehr gut finde, bekommen zwei Pfeile nach oben. Es gibt natürlich auch Leute, die einen Strich
ein, sag mal, ein Strich oder ein Pfeil nach rechts haben. Das sind die Leute, das war okay, hat mich aber jetzt nicht zu hundertprozentig überzeugt. Die Leute bleiben aber erstmal drin. Und zwar habe ich es mir so vorgestellt, ich versuche die Freundesliste dahingehend zu verbessern. Und das heißt, vorab diejenigen mit zwei Strichen nach oben, die bleiben da auch drin. Ich versuche euch alle anderen zu motivieren, auch diese zwei Striche zu bekommen. Das heißt, seht es nicht selber als persönliche Niederlage oder als Scheitern an, wenn ihr nicht diese zwei Pfeile nach oben bekommt. Nein, sondern seht es als Motivation, als zweite Chance für euch, euch neu zu bewerben. Das heißt, ich habe euch gesagt, die Aktion, die ist nicht heute oder morgen schon vorbei. Die soll noch ein bisschen andauern. Wir wollen ja auch was davon haben. Wir wollen Spaß daran haben. Das heißt also, wenn ich euch eine Nachricht schreibe, Motto verfehlt oder wenn ich euch schreibe, hör mal, das geht noch besser, versuche ich euch den Objective-Gedanken einfach noch mehr zu vermitteln und euch die Chance zu geben, euch weiterhin bei mir zu bewerben. Denn wenn nämlich irgendwann die Leute zwei Striche nach oben haben, die bleiben da auch drin. Ich mache eine zweite Liste, die ich mir aufschreibe. Die sind dann offiziell bei mir gelistet. Und bei denjenigen, wo es die zum Beispiel einen Pfeil nach rechts haben oder wie auch immer, da kann es passieren, dass sie auch mal aus dieser Liste dann einfach mal gelöscht werden, weil es vielleicht dann auch wieder einen neuen gibt, der diesen Gedanken sehr gut umgesetzt hat, dem nachgegangen ist und die zwei Striche nach oben bekommt. So halte ich das Level hoch, aufwärts und erreiche damit, dass ihr weiterhin versucht, dieses Objective Gameplay euch anzueignen. Das ist mir ganz wichtig. Als Clan Tag habe ich mir jetzt überlegt, ab heute ist es gültig. Er wird heißen Dirty and Objective. Das hat mir jemand geschrieben, das fand ich sehr gut. Und weil es auch als Abkürzung sehr gut reinpasst, finde ich. Ab heute dürfen diejenigen, dem werde ich auf jeden Fall noch Bescheid sagen, offiziell das Clan-Tag, den Clan-Tag Dirty and Objective nehmen. Das heißt also, in Clan-Tag dürft ihr ab heute großes D, kleines N, großes O verwenden. Das ist offiziell, die Spieler sind bei mir gelistet und dürfen offiziell diesen Clan-Tag benutzen. Vor allem diejenigen, die nicht offiziell gelistet hat. Offiziell gelistet sind, ist es gar kein Problem. Für diejenigen, die uns unterstützen möchten, mich unterstützen möchten, dürfen gerne dann dementsprechend Dirty and Objective Supporter nehmen. Das heißt, diejenigen, die unterstützen wollen, aber nicht offiziell gelistet sind, können aber trotzdem anderen zeigen, du, ich unterstütze so Dirty Ursel. So wisst ihr gegenseitig, wenn ihr euch online begegnet, dass ihr zueinander gehört. Das heißt, die Supporter und Helfer von uns, die natürlich auch wiederum die Möglichkeit haben, sich neu zu bewerben, gar keine Frage, dürfen großes D, kleines N, großes O, kleines S benutzen. Das heißt, Dirty and Objective Supporter. So viel dazu. Falls ihr dazu noch Fragen habt, fragt einfach. Ich versuche, jede Nachricht zu beantworten. Gar keine Frage. Ich werde auch denjenigen noch Bescheid sagen, die mit den zwei Pfeilen nach oben. Die werde ich auf jeden Fall noch benachrichtigen, dass sie dieses Clan-Tag ab heute reinmachen dürfen und auch können, vielleicht auch sogar müssen, weil sie gerade den Objective-Gedanken natürlich weiter in die Welt hinaustragen und mich und uns generell dabei unterstützen, dieses Projekt voranzuführen. Leute, nehmt euch ein Beispiel an Teletubby-Killer, er hat es hier wirklich sehr gut gelöst. Ich fand es wirklich super, dieses Gameplay. Für all diejenigen, die eine zweite Chance möchten, zockt, macht es euch, macht weiter, versucht den Objective-Gedanken weiter zu spielen, euch weiter zu entwickeln. Hier 8 Captures, 3 Defense und die KD ist auch super. Daran seht ihr, dass ihr das auch so schaffen könnt. In diesem Sinne, bleibt dirty und be objective.